Machst du einfach mal jetzt an, ne? Ich dachte mir, weil du jetzt ja so quasi so die Nacht durchgevögelt hast, dass du vielleicht jetzt keinen Bock hast auf so einen Dirty Talk mit mir. Nee. Jetzt bin ich doch am geilsten drauf, wie ich überhaupt drauf Ja. sein kann. Wie hast du eigentlich letzten Samstag verbracht, so mit 35 Grad bei euch da in der Ecke? Ist das nicht. In Unterwäsche vorm PC. Gut, aber ich meine, jetzt konntest du das gut aushalten. Joa. Ich habe den ganzen Tag in einem Freibad verbracht, da konnte ich es wirklich aushalten, aber so in der prallen Brust einer Frau hätte ich es, glaube ich, nicht lange ausgehalten. Oder unter. Es ist mir einfach zu heiß. Mega. Morgen hier auch. Ihr macht morgen eine LAN bei dir zu Hause, wo es 35 bis 37 Grad werden sollen. Da kann dein Baum dich ja Beim auch nicht Zimmer ist es vorschützen. sowieso wärmer als draußen, also. Ja. Selbst wenn ich durchweg Tür und Fenster offen habe. Gerade dann. Und kann man eigentlich die Heizung auf kalt stellen? Ja, das wäre ganz geil. Wenn man die ganz nach unten dreht, da ist doch irgendwo so eine Schneeflocke meistens abgebildet. Da schneit es Das auch im Dach Zimmer. aufdrehen vielleicht. Ja. Bei mir lädt es nicht weiter. Bei mir ist es voll. Der Balken ist voll. Jetzt ist Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. es. Jetzt geht's los. Seitdem wir das Patch 2010103 haben, ist es hier ein bisschen optisch wertvoller geworden, ne? Ist das aufgefallen? Ja, so mit Kreuzen Oh ja, gedöst. die Kreuzen, genau. Die Kreuze. Stehe ich doch drauf, wenn da plötzlich ein X auf dem Boden ist und das X dran und lag. Y. Was ich jetzt auch unbedingt machen werde, ist F10 drücken, dann auf Optionen, Grafik und wo ist denn das? Wo ist der Farbenblindenmodus? Ach, X für U-Form machen oder was? ich wollte den Farbenblindenmodus einfach nur einstellen, weil das wurde ja jetzt anscheinend hinzugefügt, dass es einen Farbenblinder-Modus gibt. Naja. Du kannst es ja auch so einstellen, dass es wieder aussieht wie StarCraft 1. Ich habe übrigens mit einem Typen neulich gespielt, der hat mich gefragt, wie man denn hier jetzt die Rocks wegbekommt. Ne? Da habe ich ihm geschrieben, entweder nach 20 Minuten oder drückst Alt F4. Und dann hat er gesagt, okay, dann drücke ich jetzt Alt F4 und zack, war nicht mehr im Spiel. Ich habe erst gedacht, der will mich verarschen, was ja durchaus auch sein kann bei solchen Spielen. Das kennt ja mittlerweile eigentlich auch jeder. Aber nee, der wusste es offenbar wirklich nicht. Ja, und das ist gemein. Nein, es ist genau richtig. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, aber eventuell funktioniert es noch, dass wenn man als Zerg-Spieler so ein Zergling-Gedöns hinbaut, das wieder abreißt, dass dann die kleinen Viecher rausspawnen. Damit kann man sich's auch öffnen, indem man dann dauernd hinbaut, abreißt, Viecher, das dann dauernd klappt. Habe ich schon mal gesehen, wie das ein Zerg gemacht hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das lukrativ ist. Ja, das ist wahrscheinlich sehr verschwenderisch. Da muss man schon total Research viele billige complete. Einheiten bauen, damit sich das irgendwie lohnt. So billig wie der Mutter. So ähnlich. Ach, Loka wieder hier. So ungefähr wie die Riesennudeln, die hier rausstehen. Aus dem Boden. Scheidenpilz. Blue Waffle. Was isst du da? Ich? Nix. Ich esse gerade gar nichts. Ich kloppe nur wie wild auf meiner Maus herum. Und dann schreit mich Kerrigan an, dass wir mehr Mineralien brauchen. Maus. Das war noch Zeiten, als der. Okay, das war noch Zeiten, als der Overmind noch dafür gesorgt hat, dass du mehr Mineralien brauchst. Kennst du den Overmind noch? Den Overmind. Ach, es kommt noch mehr Loka, Ist das gibt's ja dieses nicht. riesige fette Loch irgendwo auf irgendeinem komischen Planeten, das irgendwie so komisch Nein, nein, das hässlich ist meine Mutter. Ich meine jetzt den Overmind. ist? Ich habe keine Ahnung, was der Overmind ist.
wenn es irgendwas ist, was mit der StarCraft-Kampagne zu tun hat, die habe ich so lange her gespielt. Also, als es rauskam, habe ich die durchgespielt und fertig. Ja. Dann nie mehr. Und ja, deswegen erinnere ich mich an das Spiel gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der Overmind überhaupt mal in der StarCraft 2 Kampagne zur Sprache kam, aber er war auf jeden Fall überhaupt Bestandteil von StarCraft 1 und Brood War. Also so, ne? Früher. Da warst du noch gar nicht geboren zu der Zeit. Platz. Genau. Eins, zwei oder drei. Die lurken hier ja rum. Ja. Ist gar nicht aufgefallen. Die lurken und lecken hier rum. Und hier zwei zu bekommen und ein bisschen Detektor-Shit bauen. Ich hab ja eigentlich schon Detektor-Shit, aber irgendwie ist der immer weg. Ja, der wird immer vom Himmel geholt, weil der Gegner auch Detektor-Shit hat. Wo denn der? Der detektet dann dein Detektor-Shit. Ja, der ja schon mal nicht, der Terraner hier, ne? Ja, der aber davor war. Der Hans-Dieter Noodles. Go-Go-Dancer auch nicht. Oh, diese scheiß Lurker hier wieder am Rum und Raus und Reingraben. Oh, ein Scan! Ja, das ist schlecht jetzt hier. Das machen die Queens also. Guck. Ich glaube, da werde ich mal hier so einen Templar bauen, oder? Der kann die Energie der Queens wegschniedeln und dann kann ich die schneller kaputt machen. Joa. Natürlich nur, wenn du willst. Ich hab keinen Bock, ne. Research complete. Wo schießt der da? Ach, auf den Lurker. Boah, die scheiß Terraner hier, die machen mich kaputt. Und die kennen auch. Scheiße. Was sind das viele? Ja, richtig viele. Tu doch was. Es sind zu viele Bugs. You have research complete. Och, ist auch noch hier diese scheiß Medivacs. Wie lange sind die denn schon da? Ja, das sieht nicht gut aus. Mega Rockman. Joa. Sie. Ach.
research. Upgrade complete. Ja. Scheiße. Au. Ein Storm. Voll unterwegs. Quasi ein Storm to go. Wie lange gehen eigentlich deine sogenannten Sommerferien? Ja. So. Ist gut. Vielleicht auch länger. Schon dann oder erst gleich? Genau. Oh shit. Bist du auch dabei oder? Mal sehen. Wie lange sie sich am Overseer aufhalten. Research complete. Upgrade complete. Oh, es heilen die Queens, dieses Scheißding, und dann auch noch die Medivacs. Verdammter Overseer. Was für ein räudiges Dreckspiel. Lange halten wir das so nicht mehr durch. Genau, tut endlich was. Kerl. Ich habe ja bisher seit dem Patch nur die Protoss gespielt. Sind bei dir die Upgrade-Knöpfe ja auch anders farbig mittlerweile? Was ist anders farbig von was? Gut. Die Upgrade-Knöpfe da. Die sind orange. Oder was? Bei mir sind zum Beispiel die Upgrade-Knöpfe hier für die Ground-Weapons etwas anders aus. Upgrade complete. Was heller und leuchtender als vorher. Kann sein. Ich achte nicht auf so. Alle. Das fällt schon auf.
Hab einfach mal den Farbenblindenmodus aktiviert. Was passiert dann? Also bis jetzt nicht viel. Es kommt mir ein kleines bisschen bunter vor, aber ansonsten. Cool. Wenn man Dinger platziert, dann ist das Feld unten drunter nämlich dann lila. Anstatt grün. Und rot. Einfach nur die ganze Zeit lila. Wenn du was machst? Wenn man ein Gebäude platziert, dann ist das, was man unten drunter sieht, dieses Viereck lila. Mir ist einfach nur blau. Bei mir ist es lila. Aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel die, also rot gibt es ja trotzdem noch. Wenn ich einen Gegner markiere, ist er noch rot. Wenn hier irgendwas angegriffen wird, ist es noch rot. Ein Ping ist rot. Also das ist ja nicht ganz konsequent hier, oder? Ja. Also im Farbenblindenmodus geht es halt auch wirklich mehr darum, die wichtigsten Sachen unterscheiden zu können und nicht irgendwie die Teamfarbe oder so. F10, Optionen, Gameplays, Farbenblindenmodus aus. Oh nein, Scheiße, das geht nicht gut. Ah! Wir haben weiterhin die Basis gefokust.